man ja keine Menschen anbieten. Die Maler wollen wir sehen. Damit wird das Ministerium nicht zufrieden sein. Das taugt nichts. Ach, das kann doch sonst wer hingemalt haben, Kempskorn. Ja, tut mir leid, Chef. Andere Aufnahmen haben wir nicht in der Sache. Sonderbericht der Neuen Deutschen. Periode der westöstlichen Existenz beendet. Was? Was ist denn das? Na, da fehlt offenbar ein Stück. Muss ich wieder reinmachen. Westöstliche Koexistenz heißt es. Hab aus Versehen das Co weggeschnitten. Hm? Wozu wollen die denn das alte Zeug eigentlich haben? Weiß ich, was so hohe Leute sich ausdenken? Der Minister sucht eine Wochenschauaufnahme von Hakenkreuz-Schmierern auf frischer Tat. Also muss sie besorgt werden. Haben wir nie gehabt. Jedenfalls nicht die deutsche. Na nun, stimmt das? Mhm. Die ausländischen Wochenschauen brachten damals die Schmierereien Ende 1959. Das ist aber dumm. Peinlich ist das. Der Minister, der bei uns fürs Innere verantwortlich ist, der kann sich doch nicht an die Ausländer wenden, wenn er so etwas braucht. Entschuldigung, Herr Chefredakteur. Der Portier hat raufgerufen, ein Filmreferent Kurz ist auf dem Wege zu Ihnen. Da haben Sie es. Er schickt ja schon seinen Referenten für Filmfragen. Sieh zu, dass er hier nicht reinkommt. Ja, mache ich. Bring ihn in mein Büro. Guten Tag, mein lieber Herr Daube. Ich habe mir die Freiheit genommen, einfach bei Ihnen einzudringen. Wie steht's denn? Der Herr Minister legt allergrößten Wert darauf. Sie wissen, er hält jedes Jahr zur Eröffnung der Filmfestspiele die große Festansprache. Ja, ja, ich weiß. Dafür benötigen Sie also das mit den Hakenkreuzen. Ja. Diese Schmieraufnahme. Ja, alles richtig. Der Herr Minister hat es sich selbst ausgedacht. Naja, Sie wissen vielleicht, dass er mit der Leistung der deutschen Filmindustrie absolut unzufrieden ist. Die Vergangenheit ist unbewältigt. Aber was soll ich Ihnen sagen? Ich weiß selbst nicht so viel davon. Sie können uns jedenfalls helfen. Sie haben doch solche Aufnahmen. Natürlich, lieber Herr Kollege. Die neue deutsche Schau hat alles. Wir haben es, suchen es raus. Es ist gar kein Problem. Es ist da. Nett von Ihnen, mein lieber Herr Daube. Und Sie verstehen, kein Aufhebens. Behandeln Sie die Sache diskret. Der Minister will ja auch erst auf dem Festival damit herauskommen. Er sagt sich, was soll ich denn immer schimpfen? Er zeigt die Wochenschauaufnahmen, die Vergangenheit, wie sie uns nachhängt. Und dann wird er fragen, und wo bleibt der Film darüber? Schließlich müssen wir ja mal doch damit fertig werden. Also machen Sie es gut wie immer. Kempskorn, kommen Sie her. Nehmen Sie sich sofort den Kameramann Keschko und gehen Sie los. Bringen Sie mir die Hakenkreuzschmierer auf frischer Tat. Ach, was bezahlen Sie ein paar Halbstarke? Oder machen Sie sie selber? Aber kein Aufhebens. Machen Sie die Sache unauffällig und diskret ab. Entschuldigung, sollen wir den russischen Ministerpräsidenten zeigen, wie er anreist oder wie er abreist? Ab. Such mal hier einen raus, der ein Hakenkreuz malen will. Nein. Auch noch für die Wochenschau. Da sind wir hier verkehrt, wenn es überhaupt geht. Na, Moment, ich frage den mal. Sagen Sie mal, hätten Sie nicht Lust, sich nach Feierabend ein paar Mark auf die Schnelle zu verdienen? Hä? Nach Feierabend ein paar Mark auf die Schnelle. Ich will doch kein Ärger mit der Gewerkschaft. Ah. Mensch, ich will mir ja noch die Linse kaputt knallen lassen, was? Was ist los? Ah. Sag mal, mein Junge, hast du Kreide? Ja, aber nicht hier. Wenn du was verdienen willst, hol mal schnell Kreide. Ja, will ich, einen Augenblick, aber ich kann nicht. Aber wirst du noch ein Hakenkreuz an die Wand malen können, was? Was? Ein Hakenkreuz? Gib mal her. Erklär's dir später. Hauptsache, holst erst mal Kreide ab. So, dann spielt mal ein bisschen weiter. Ja, am besten hier in der Wand, Cash, was? Kann ich mal schnell meine Mühle genau aufbauen? Genau hier in der Höhe, ne? Ja, ja. So. Guck mal durch. Ja, kleine Sekunde. Ja? Geht so? Sehr schön. Ja? Gut, gut, okay. Prima, lass sie so stehen. Ja. Tag. Tag. Also, was soll denn das? Ne? Warum fragt mich denn mein Junge hier, was ein Hakenkreuz ist? Wie? Ach, das ist nichts. Das ist weiter nichts. Wissen Sie, wir haben einen Auftrag für die Wochenschau, ja? Und ach so, ihr kommt wohl aus dem Osten, ihr Brüder, wie? Nein, wie kommen Sie denn da? Dann quatschen Sie mal nicht dämlich. Ach, kleine Kinder verführen und dennoch noch drüben im Augenzeugen zeigen, was? Und dennoch noch sagen, sieht man die Nazis im Westen. Na, du aber nicht wie runter hier vom Hof, ja? Aber ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf, ja? Ihr dreckigen, verfluchten Kommunisten. Und ohne Geld dafür bezahlen, was? Ich will euch verhaften lassen. Tag, Meister. Tag. Ist ja ein schöner Wagen, was? Oh, ja, ja. Entschuldigung, Meister, können Sie uns nicht mal aus einer kleinen Verlegenheit helfen? Ja, wir brauchen für unsere Wochenschau, ja, fürs Archiv. Hier ist mein Ausweis, Neue Deutsche Schau, Westwochenschau natürlich. Damit Sie nicht sonst was denken. Ja, wir brauchen einen Mann oder
zwei, von hinten. Von hinten, ne? Die ein Hakenkreuz malen. Kennen Sie doch sowas, ja? Nur so als Dokument. Sie werden auch bestimmt nicht zu erkennen sein. Wenn ich sowas mache, dann will ich zu erkennen sein. Stehe nämlich zu dem, was ich tue. Meisterchen, nein, Sie verstehen uns ja falsch. Ja. Nee. Ich habe Sie schon ganz richtig verstanden. Ich sage Ihnen doch, ich stehe zu meinen Taten. Aber wer heutzutage Hakenkreuze malt, der muss noch lange nicht die Gesinnung haben. Deshalb ist mir das so unklar. Glauben Sie denn, ich war immer Chauffeur? Nun schauen Sie, dass Sie weiterkommen, so wie mein Chef raus, da werden Sie Ärger haben, der ist nämlich beim Senat. Nein, das hat mich schon mein älterer Mann gefragt und ich hab's auch gemacht. Aber der hatte keine Kamera bei sich dafür, umso eine bessere Rednergabe. Deutschland braucht junge Menschen, die zu ihrem Führer stehen. Wie soll's sonst jemals zu einer Wiedervereinigung kommen? So nicht. Nee, ich hab die Nase voll. Komm, Ulrike, wir gehen wieder tanzen. Affen. Guck mal, Marke, drüben bei deinem Vater ist hier noch Betrieb. Soll ich jetzt wirklich noch zu meinem Eulen? Meinetwegen, ich bin gerade richtig im Jum, du. Ihr seid ja Verrückte. Aber nun nicht mehr, Nenne. Wir sind doch eben als geheilt entlassen, oder, Marke? Wir waren nie verrückt, wir alle drei ja nicht, das weiß ich heute. Das sagen alle Irren. Umsonst warte ja nicht 9 Jahre, da klappt's mir. Aber wir haben es bewährt, Nenne. Du hast doch keine Ahnung, Mädel. Da kommen ja immer noch Gäste. Dein Alter ist ein richtiger Erfolgsgast wird. Gehen wir erstmal ein Stück weiter. Augenblick, Moment mal, ja. Sagen Sie mal, der Jazzkeller da, ja? Ist der schon zu? So ist es, wir haben Feierabend. Ihr alle vier könnt euch jeder einen Zehner verdienen. Ein paar Minuten nur. Wir brauchen Pinsel und ein bisschen schwarze Farbe im Eimer. Wir nehmen das Schaufenster von dem Antiquitätenladen. Antiquitätenladen nicht. Ausgerechnet an die Schaufensterscheibe von meinem Vater. Na schön, also dann nehmen wir die Scheibe von der Bar da drüben. Hm? Nur ein bisschen was ranmalen. Was sollen wir malen? Zwei brauchen nur zu malen, die anderen beiden stehen Schmiere. Schmiere? Hört sich gar nicht schlecht an, ne? Nun gehen Sie mal weiter, der Herr. Wir haben bis jetzt gearbeitet. Und die drei hier sind heute Abend erst nach 9 Jahren aus der Klapsmühle gekommen. Ja. Aus dem Krankenhaus. Wir fühlen uns noch nicht so ganz richtig. Und die Heimkehr war ja auch ganz schön anstrengend, nicht? Macht ja keine große Mühe, die Sache. Lass doch mal hören, was die wollen. Ach, das ist interessant. Sie kommen alle drei aus einer Heilanstalt. Das tut ja nichts zur Sache. Was sollen wir malen? Nichts Schlimmes. Hallo. Ich hab Sie alarmiert. Da waren vorhin zwei Männer da. Ich möchte Anzeige erstatten. So, zum Malen habe ich was. Sag mal, müssen wir uns da unbedingt neuen Ärger machen? Hm? Lass mal sein, Arthur. Das ist kein neuer, das ist ein ganz alter. 40 Mark sind nicht zu verachten. Und was soll ich nun dabei machen? Sie stellen sich da in der Ecke hinter die Litwassäule und passen auf. Und wenn die drei fertig sind, dann gehen Sie da vorbei. Und dann müsst ihr hier für eine Weile verschwinden. Misch du dich da mal nicht ein. Geh mal schon rüber an die Säule. Ich hol dich nachher da ab. Leute, was ist denn los? Wir können. Ja, also gut, Kinder. Kommt. Geht doch schon mal rüber. Wir fangen dann an. Nee. Ich glaube, ich muss näher ran. Komm, hin hoch, komm. Du, hast du gehört, das sind irre? Ist doch egal. In 2 Minuten sind wir weg. Außerdem sehen die mir gar nicht so irre aus. Musiker eben. Hm? Aber ans Weg scheinen sie doch zu. Komm schon näher ran, die fangen gleich an zu malen. Mann, ich muss hier raus. Sind Sie verrückt? Das Mädchen steht da an der Litwassäule. Ich hab sie da selber hingestellt. Lass mich mal hier. Dann geh ich hier raus. Sie haben doch wohl noch einen richtigen Knall, was? Sie können euch jetzt nicht raus hier. Sie haben doch das Mädel da hingeschickt. Ich muss mich doch um die kümmern. Nicht jetzt. Komm, Marke. Dreh jetzt nicht durch. Du hast uns die Sache mit dem Hakenkreuz eingebrochen. Ach, Unsinn. Ich werde verhaftet. Ich habe euch angestiftet. Quatsch. Ich hab mal selber angestiftet. Ihr könnt doch das Mädchen nicht einfach. Psst, Mann. Los, fahr da mal links rum. Da, fahr langsam hinter dem Mädchen her. Der Dreck geht ja nicht mal ab. Jetzt können wir aber raus hier. Nein. Also 1 bis 2 Stunden werden wir wohl oder übel hier drin bleiben müssen. Ach, mir ist das schon alles egal hier. Das war sowieso mein letztes Ding für die Wochenschau. Das sag ich dir, du.
Ich gehe jetzt zum Spielfilm. Da hat man wenigstens mit diesen scheiß aktuellen Themen nichts zu tun. Sagen Sie mal, wenn die Polizei das Mädchen nur schnappt und die wiederum erzählt denen dort auf der Wache etwas von ihrer neuen deutschen Schau? Na, so dämlich wird die doch wohl nicht sein. Auf den musst du gar nicht hören. Es ist doch ein Irrer. Guck dir da bloß mal den Blick von ihm an. Und die beiden anderen, die koksen. In dieser Situation. Unheimlich. Aber ich glaube, Hakenkreuzschmiererei wird ja ganz schön bestraft. Ja, ich bin's. Oder auch nicht. Aber das müssen Sie ja nicht wissen. Sollt ihr Diskretion üben. So, hier sind Ihre 40 Mark für jeden 10. Haben Sie sich verdient. Stecken Sie mal wieder ein. Ich werde Ihnen jetzt mal erzählen, warum ausgerechnet ich an das Fenster von meinem Vater ein Hakenkreuz gemalt habe. Sie! Hey, Sie! Ja? Können Sie mit Ihrem Fotografierapparat mal hierher kommen? Ja. Wir müssen doch sowieso hier im Keller bleiben. Ja, ja, das müssen wir. Unterhalten wollen wir uns auch. Nehmen Sie doch mal Platz. Da darf ich Ihnen mal was vorschlagen, ja? Ja, das dürfen Sie, ja. Dann nehmen Sie den Fotografierapparat mal an Ihr Auge und halten ihn auf meinen Kopf, solange uns nichts Besseres einfällt. Sie haben ein Ding mit mir gedreht, meine Herren. Da drehe ich jetzt mal ein kleines Ding mit Ihnen. Also? Ja. Ja. Nur nicht widersprechen. Ich drehe alles mit Ihnen. Alles, was Sie wollen. Jetzt kriegen Sie nämlich was Feines. Reicht mein Kopf auch aus? Kopf? Augenblick. So ist schon besser. Drücken Sie mal auf den Knopf. Ich drücke. Kamera läuft. Es war 1938. Sie müssen Ihre Linse mal etwas ruhig halten. Entschuldigung, kann ja mal vorkommen, nicht? Es war 1938. Ich fange in dem Jahr an zu erzählen, weil ich auch in dem Jahr anfing zu denken. Aus unserem Haus hing 1938 fast aus jedem Fenster freiwillig eine Hakenkreuzfahne raus. Gucken Sie mal. Es war die Zeit, wo die Polizei nicht wegen eines Hakenkreuzes zu viel, sondern höchstens wegen eines zu wenig kam. Da, wo im ersten Stock keine zu sehen war, keine Fahne, wohnte damals noch die jüdische Familie Friedländer. Im vierten Stock hing auch keine Fahne, weil da nämlich ein gewisser Herr Knösel wohnte, der Kommunist und Schriftsteller sein sollte. Also, wie man bei uns im Hause so redete. Icke war damals 11 Jahre alt, sah genauso aus wie heute, bloß eben kürzer. Auf der anderen Straßenseite war damals noch NSV-Sammelstelle. Und meine Familie hatte mit diesem Haus eigentlich noch gar nichts zu tun. Wir wohnten ja damals noch in dem Keller, wo wir heute jatzen. Das war unser Wohnkeller. Zu unserer Familie gehörte meine Schwester Almut, die immer in BDM-Uniform schlief, weil mein Vater mit Blockwart Glaubke aus dem dritten Stock oben befreundet war und dieser wiederum mit meiner Schwester Techtelmechelte, was meine Schwester also bewog, jederzeit und oftmals auch nachts bereit zu sein. Meine Mutter war eine stille Frau und trieb meinen Vater eigentlich nicht zu irgendeiner Karriere oder in höhere Stockwerke. Mein Vater trieb es wohl von selber. Ein Buchhalter, der mit seiner Familie eine Kellerwohnung hatte, das ließ ihm keine Ruhe. Er wollte höher hinaus. So hatten wir eigentlich ein traulich Familienleben in dem etwas engen Keller. Ich war immerhin Jungvolkpimpf im Finnland 4, Stamm 17, hatte eine Sonderstellung. Ich war Trommler, der den Rhythmus angab zu marschieren, denn ich wollte ja Musiker werden. Fängst du schon wieder mit ihm die Klappe an? Hör auf damit! Man kommt ja nicht mehr zum Überlegen. Was überlegst du eigentlich immer? Wahrscheinlich überlegt er, wie wir endlich eine Wohnung oben im Haus kriegen können, damit Schluss ist mit dem Rattenleben hier. Was sagt denn Glaubke, Almut? Wenn du ein bisschen zackiger wirst, besorgt er uns oben eine Wohnung, hat er gesagt. Sag mal, musst du denn immer im Keller üben? Gehst du denn überhaupt nicht mehr in dein Fähnlein, in Dienst? Dienst im Jungvolk machte ich nur, wenn ich Lust hatte. Und die hatte ich nicht, weil ich wollte nicht Marschierer werden, sondern Musiker. Trommeln liebte ich über alles. Langsam fällst du mir aber auch auf den Wecker mit deiner ewigen Trommelei. Blockwart Glaubke kommt. Mal sehen, ob ich den Mann nicht doch imponieren kann. Jetzt kommt er schon und ich bin ja nicht fertig. Wie gesagt, meine Schwester ging halt öfter zum Dienst als ich. Blockwart Glaubke, ich melde Ihnen Vater, Mutter, Tochter und Sohn Prinz vollständig anwesend. Danke. Stinkender Bäcker, Dolan. Was soll man hier unten schon kochen? Parteigenosse Prinz, wollen Sie Blockwart werden? Donnerwetter, ja. Das wäre ja ein tolles Ding. Es war natürlich so. Mein Vater musste Blockwart werden, weil Glaubke Ortsgruppenleiter werden sollte. So hatte es mein Alter endlich geschafft. Wir zogen hoch auf Etage. Stolz loderte in seinen Augen, was bei einem Mann, der 10 Jahre im Keller gewohnt hat, immerhin eine Leistung ist.
Stolz und anerkennungssüchtig nahm mein Vater unsere mickrige Hakenkreuzfahne, die hier unten niemals zum Hängen gekommen war. Denn wenn man schon so tief wohnt, kann man ja nicht noch was tiefer hängen. Aber wer lang hat, wir hatten lang, konnten nie hängen lassen. Nu konnten wir. Nu freute sich mein Vater. Nu rannte er hoch mit dem rachitischen Fähnchen. Endlich konnte er das Ding aus dem Fenster baumeln lassen. Glaubke hatte schon alles organisiert. Möbelpacker kamen, die jüdische Familie Friedländer zog weg. Die also aus dem ersten Stock raus, wir in den ersten Stock rein. Meinem Vater und Glaubke dauerte es wohl zu lange, die halfen noch Friedländers die Sachen tragen. Ich hatte damals noch keinen anderen Begriff von hilfreich und empfand die beiden Männer also derartig, schon weil sie ganz schön ins Schwitzen kamen. Ein richtiges, tolles Wettrennen kam in Gang. Ich glaube jedenfalls, unsere Familie hatte damals das Rennen gewonnen. Friedländers waren noch gar nicht richtig aus dem ersten Stock raus, da waren wir schon drinnen. Glaubke war ganz froh, dass er die Familie Friedländer nicht aus rassischen Gründen einsperren lassen brauchte. Er hatte ihnen ein unheimliches Reisefieber eingeredet. Aber nun war dies mein eigener Keller. Ich fühlte mich wohl. Ich hatte schon als kleiner Junge so eine Art Sicherheitsbedürfnis, obwohl mich keiner bedrohte. Angeborenes Misstrauen nennt der Psychiater sowas, aber das erfuhr ich erst später. Na und der Glaubke, der war ja vor lauter berstendem Tatendrang gar nicht mehr zu bremsen. Ich sprach ihn extra falsch an. Blockwart, Glaubke! Bin soeben Ortsgruppenleiter geworden. Na schön, Ortsgruppenleiter Glaubke, ich melde, der Keller belegt mit einem Pimpf, einer Trommel und einer leeren Kiste. Für meinen Ollen war wohl an diesem Tage alles ein bisschen viel. Erster Stockbewohner und Blockwart geworden zu sein, dieser Glaubke tat mir weh. Ich wollte doch Musiker werden und hatte zarte Hände. Mein Vater flitzte rauf, soll sich umziehen, hat Glaubke gesagt. Ab heute wurde für uns gesorgt. Wer weiß, wo sie die Kohlen und Kartoffeln geklaut hatten. Wir bekamen sie jedenfalls geschenkt. Vielleicht hatten sie sie auch gekauft. Glaubke hat sie jedenfalls nicht gekauft, mein Vater auch nicht. Das war ja das Soziale an den Nationalen. Ich persönlich konnte ja meinen Vater immer gut leiden. Aber Glaubke machte sich bei mir immer unsympathischer, weil er diesen entsetzlichen Handschüttelkomplex hatte und jedes Mal meine Finger gefährdete, wo ich doch Musiker werden wollte. Mein Vater aber war begeistert. Unser Haus ist von nun ab sauber für Führer, Volk und Vaterland. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir Musterhaus in dieser Straße. Aus jedem Fenster hängt eine Fahne. Und aus jedem Halse auch. Mein Vater hatte nämlich bei der Umzieherei ganz schön eingesoffen. Quatsch nicht rein, deutscher Junge. Schlag auf dein Fell und bereite dich auf große Taten vor. Folgende Einteilung, sagte er zu meinem Ollen. Pater bringt Antiquitätenhändler Briel auf Trab. Antiquitätenhändler Briel. Das war der Mann, dem dieser Laden im Hause schon damals gehörte. Der war also laut Glaubke ab heute fürs Parterre verantwortlich. Ich glaube, er war Vorsitzender der NS-Schachgruppe und in seinem Laden soll sogar mal Goebbels gewesen sein. Aber so hieß es nicht wegen der Antiquitäten, sondern wegen Frau Briel. Die war ja damals das ganze Gegenteil von verstaubten Sachen und trotzdem ein kostbares Stück. 1938 hatten die beiden noch keine Kinder, obwohl sie doch viel Zeit hatten, denn in dem Laden war ja kaum Betrieb. Bei mir im Keller war ich endlich alleine. Ich atmete einmal tief durch und war damals, glaube ich, das erste Mal sowas Ähnliches wie glücklich. 11 Jahre alt, Pimpf im Fähnlein 4, Stamm 17, deutsches Jungvolk, Trommeln mit eigenem Keller zum Üben. Ich wollte ja Musiker werden. Und das war das Einzige, was mich störte. Dieser dämliche Dienst im Jungvolk. Dort lernte ich mit meiner Trommel bumsen, wie es Sitte war. Was wir Jungs damals alle gedacht haben, hätte in einem Fingerhut Platz gehabt. So wenig haben wir gedacht. Wo soll's auch herkommen? Dienst im Jungvolk. Ich hatte Sehnsucht nach meinem Keller. Dort klang meine Trommel ganz anders. Und als ich meinem Fähnleinführer mitteilte, dass ich sehr gerne Deutschlands größter Musiker werden wollte, erreichte ich doch tatsächlich, dass ich vom Dienst im Freien befreit wurde, um zu üben? Ich hatte ihm nur so einen Satz gesagt wie... Ich hab nämlich in unserem Keller seit vorgestern die Macht übernommen. Unser Haus ist Musterhaus in unserer Straße. Mein Vater ist in die Gauleitung berufen worden. Pimpf Macke Prinz hatte sich mit Erfolg gedrückt. Endlich wieder Kellerluft nach dem vielen Grunewald. Da kam Besuch aus dem vierten Stock. Komischerweise auf leisen Sohlen. Kommunist Knösel. Hör mal, Junge, kann ich mal einen Moment in deinem Keller hier unten bleiben? Wollen Sie sich verstecken, Herr Knösel? Vor wem denn? Frag jetzt nicht. Bei Knösel hatte ich wegen Rauchen keine Angst. Ich war ja erst 11. Der hatte nämlich scheins auch was zu verheimlichen. Nun aber hatte ich gleich wieder den richtigen Riecher. Hast du diesen Kerl aus dem vierten Stock gesehen? Zu mir im Keller kommt keine Kerle, Vater Blockwart. Und schon gar nicht aus dem vierten. Gut, gut, mein Junge, übe mal weiter. Gehört hatte ich ja schon mal, dass Ortsgruppenleiter Glaubke und mein avancierter Olla sauer auf Knösel waren.
Ist uns doch das Kommunistenschwein aus dem vierten Stock noch im letzten Moment durch die Lappen gejagt. Ach, der kommt nicht weit. Wenigstens ist der Schandfleck jetzt beseitigt und wir sind doch unterm Dach sauber. Außerdem haben wir dadurch noch eine Wohnung frei. Junge, die haben mich ganz schön auf dem Kieker. Ich muss hier weg. Herr Knösel, ab heute habe ich die Macht hier im Keller übernommen. Sie können sich so lange, wie Sie wollen, immer hier im Keller verstecken. Immer, wie Sie wollen. Kommen Sie, ich sorge dafür, dass Ihnen nichts passiert. Kommen Sie. Ich zeigte Knösel mein Geheimversteck. Er lag Probe. Und ich muss sagen, ich fand, er lag gut. Naja, bis morgen können's gehen. Wieso regelst du denn ab? Abgeraucht. Wenn du nicht willst, dass dich Mutter erzählt, dass du im Keller immer rauchst, dann verschwinde mal eine halbe Stunde hier. Wolltest du nicht ein bisschen raus? Los, hau ab, Zielheine. Nicht warten, bis ich zu dir raufkomme. Ich habe meine Wohnung Sturmmann für Mehlhoff zur Verfügung gestellt. 2 Stunden. Der will mir doch einen kleinen Wagen besorgen. Na, der kommt dahinter. In die Nische. Während Laubke mit meiner Schwester im Keller scheins den Grundstein für eine neue Familie legte, überlegte ich, mein sportlicher Pimpfen-Ehrgeiz hatte ja eingesetzt, wie ich Knösel nur verpflegen würde. Hallo, Macke. Hast du mal Zeit für mich? Frau Briel machte mir das Angebot, für sie was zu tun. Schokolade hatte ich nie gemocht, nun nahm ich alles, was ich kriegen konnte. So, mein Lieber. Willst du mal ein bisschen für mich staubwischen? Ja, wenn ich 2 Stühlen kriegen kann. Ja, kriegst du. Wäre ich damals so groß gewesen wie heute, hätte ich Frau Briels Streicheln über meinen Scheitel bestimmt richtig verstanden. Da kann man mal sehen, was man als kleiner Junge alles verpasst hat. Frau Briel war eine bedürftige Frau, aber ich war auch bedürftig. Na, mein Junge, was machst du denn hier? Ich entstaube hier, so sagt. Du entstaubst. Ausgerechnet. Macke, es muss aber im Rahmen sein. Die sind ja wunderbar. Ich muss leider wieder runter. Ich habe zu tun. Entschuldigen Sie mich. Nun war erstmal das Wichtigste, den Ortsgruppenleiter Glaubke mit dem Handschüttelkomplex durch überfreundliche Gesinnung täuschen. Ortsgruppenleiter? Ich habe soeben Parteigenossen Briel beim Entstauben des Führerbildes geholfen. Brav, mein deutscher Junge. Ich habe unten deiner Schwester ein paar Kartoffeln in den Korb tun helfen. Aua! Den Korb hat sie noch leer. Den Kopf scheint sie voll zu haben. Du hast da keine Kartoffeln drin. Und jetzt sah ich erst, dass Glaubke inzwischen den Mund voll hatte mit einer meiner ehrlich verdienten Stullen. Dieser Mann hatte nur bei dem Pimpfmacke endgültig alle Sympathien verscherzt, was überhaupt nichts mit Politik zu tun hatte. Ich bin's. Na? Exil mit Sittenfilm. Ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Sag mal, Junge, ist in deinem Keller immer so viel los? Ich heiße Macke. Mensch, Macke, du bist ja fabelhaft. Aber in dem Steinsarg, da kann ich nicht bleiben. Morgen muss ich weg. Ich will keine unnötige Spannung erzeugen, er blieb. Und ich wusste nur was, was keiner wissen durfte. Es gab mir Nimbus. Und Nimbus war gefragt. Vor allen Dingen hatte ich Nimbus später, in der Hitlerjugend. Die hatten hier ihre HJ-Dolche, Probe auf Märsche zum Geburtstag des Führers und alles sowas. Aber es war ja ein Dreck gegen den Nimbus, den ich hatte. Ich hatte heimlich einen Kommunisten im Keller. Das war wohl das Besonderste, was man haben konnte. Und das verlangte auch besondere Maßnahmen meinerseits. Ich erzählte, das war ja die Wahrheit, mit der ich schwindelte, dass mein Blockwartvater sowie unser Ortsgruppenleiter zur inzwischen siegreichen deutschen Wehrmacht eingezogen würden und ich deshalb ab heute die gesamte Ortsgruppe übernehmen müsste. Ich versprach aber, dass ich in meinem Keller Trommeln üben würde bis zur Bewusstlosigkeit. Denn ich wusste ja, was der Führer brauchte. Ich musste doch nach Hause in meinen Keller. Ich teilte doch mit Knödel mein Essen. Dafür teilte er mir seine Gedanken mit.
Schnösel erzählte mir eine Menge Sachen und ich muss sagen, ich habe von dem Mann Dinger gelernt, alles, was das deutsche Volk außer mir erst nach 45 zu wissen bekam. Ich war 14, ich wusste, wer Tucholsky war und was er geschrieben hatte. Knösel kannte eine Menge von ihm auswendig. Und wenn er besonders guter Laune war, erzählt er mir, weshalb in Russland der Zar weggejagt worden war und dass man sich nicht unbedingt einen Hindenburg in die Stube hängen müsste. Weißt du, Marke, Hitler, Mussolini oder was dir heute noch so alles als Halbgott angeboten wird, weißt du, was das im Grunde eigentlich ist? Das ekelhafteste an Schimmli im Zeug, was sich jemals zwischen Kapitalismus und Kommunismus angesetzt hat. Verfaultes Apfelmus, so lange liegen geblieben. Brauner Dreck. Solche wunderschönen Dinge lernte ich von Knösel. Kommunisten lernte ich, Juden, Neger, Chinesen, Arier, Rockefellers und Mohammedaner sind Menschen wie du und ich. Ich meine, er hat's vielleicht anders gesagt, aber ich behielt's so, wie ich's eben sagte. Manchmal kam eben schon ein richtig traulich, idyllisches Kellerdasein auf. Aber es hielt leider immer nur kurz. Du musst mal aufkommen. Vater und glaubt, wir müssen abhauen. Sag mal, rauchst du jetzt schon Zigarren? Wenn ich nichts anderes habe. Nun wurden die also Soldat. Herr Briel natürlich nicht. Er war wegen schwacher Konstitution UK gestellt. Ich hatte so den Eindruck, zum Kommiss gingen die Bienen nicht gerne. Und auf mich wartete oben bei meiner Mutter der ehemalige Musikeragent und jetzige Vertreter des Reichsmusikzugmeisters. Ich finde das sehr nett, Herr Kern, dass Sie sich um unseren Jungen kümmern wollen. Ah, da ist ja unser Satya Trommler. Na, lass dich mal ansehen. Hier, glaubt ihr schon, ihr Freitag. Vater ist immer noch nicht. Dafür hattet ihr aber noch eine Stelle besorgt, bevor er eingezogen wurde. Holen Sie mal was, womit man schlagen kann, ja? Mein Vater hatte mir was eingebrockt, bevor er in den Krieg zog. Er hatte mich als Schlagzeuglehrling bei Herms Nil angemeldet. Ich sollte mir also die schwere rechte Bumserei wie auf der Heide blüht eine kleine Erika angewöhnen. Nicht, dass ich das unbedingt vom Musikalischen her ablehnte, damals noch nicht. Ich kannte ja nichts anderes als Sarah Leander und Wilhelm Strienz. Aber das Ganze hielt mich doch auf mit meinem Kommunisten im Keller. Dies war nun auch eine Art, einen Beruf zu erlernen. Wir übten bei Herms Nil, Hitlers Lieblingsmarsch. Er hatte ja alles Lieblings. Lieblingsmarsch, Lieblingshund, Lieblingsteppich. Lieblingsmensch hat er wohl weniger. Ich überlegte gerade, wie ich am besten hier wegkäme. Knösel hatte noch nichts zu beißen heute. Da brauchte ich nicht mehr lange zu überlegen. Das Loch kam mir aber wie gerufen. Außerdem hatte ich das Glück, dass ich nur den schweren Schlag, den Herms Nil für Pauker lehrte, nicht in mein Fleisch und Blut aufnahm. Plötzlich wurde mir heiß und kalt. Ich vergaß, was hier los war und rannte los. Knösel, mein Keller, Bombenalarm. Unsere Hausbewohner mussten doch runter in den Keller. Knösel aber rechnete doch nie damit. Beeilung, ich habe die Verantwortung. Ausgerechnet jetzt Alarm, wo Sie ein Kind kriegen, Herr Brien. Armut, wo ist Macke? Ach, weiß ich. Mein Keller hatte mit seiner Bombenkarriere begonnen. Bitte die Tür zumachen. Geht nicht, Herr Brien, der Keller ist zu voll. Tatsächlich, alle waren drinne. Hauptsache war, Knösel lag in seinem Loch. Da hinten in der Ecke musste was los sein. Richtig. Ich erfuhr, dass Frau Briel gerade entbunden hatte. Ach, dachte ich, so ein Glückskeller. Nur auch noch ein Neugeborenes beim ersten Bombenangriff. Genau da drüber, wo drunter mein Kommunist lag. Herr Briel war Vater geworden. Vater eines Kellerkindes, eines Mädchens. Und schon aus dem Grunde hielt er wohl ununterbrochen gut gemeinte Durchhaltereden an die Frauen und Kinder. Nur Ruhe, Leute! Die Welt hat so vieles hervorgebracht. Sie geht nicht zugrunde. Eine neue Zeit kommt nicht, ohne dass die Grundfesten wanken. Solche feinen Reden hielt Herr Briel. Entwarnung! Alles wieder auf! Und
Und dann hielt er sein Neugeborenes im Arm. Es ist ein Mädchen, sagt man mir. So unwichtig es scheint, ich werde mein Mädchen Nenne nennen. Wie kommen Sie denn ausgerechnet auf Nenne? Frau Budendorf hat ein Almanach jung mädchenhafter deutscher Vornamen herausgegeben. Frau Budendorf muss sich ja bei solchen Vornamen was gedacht haben. Vielleicht Nenne, die Bezeichnende. Jetzt erstmal Knösel. Mensch, Knösel. Meine Fresse. Inzwischen war es 1945 und Nenne war 2 Jahre alt. Knösel hatte außer mir wenigstens jetzt noch eine kleine Abwechslung. Tageslicht sah ja die kleine Nenne kaum, so viel Fliegeralarm war. Eines Morgens, 45, von Weitem hörte man schon das Geballere der russischen Artillerie. Da sah ich doch am Ende unserer Straße 2 mir nicht unbekannte Gestalten heranschleichen. Ich schnell in den Keller runter. Mein Vater und Glaubke hatte ich oben gesehen. Soldaten des Großdeutschen Reiches. Die spürte ich schon von Weitem. Und ich hatte unheimlich recht. Was heißt denn das, Prinz? Willst du dir vielleicht im letzten Moment noch ein Ding verpassen lassen? Aber man wird von der Feldgendarmerie erschossen, wenn man desertiert. Und man wird von Russen erschossen, wenn man nicht desertiert. Also such dir aus. Ich gehe jedenfalls erstmal in den Keller. Also so ein Schreck war uns nicht mal bei einer 20-Zentner-Bombe in die Knochen gefahren. Glaubke und mein Olla. Kurz vor Schluss fingen die an, sich zu drücken. Ich meine, gegen Drücken hatte ich ja nichts. Hauptsache, es war nicht meine Hand. Und die konnte ja Glaubke diesmal nicht drücken. Ich hatte ja Nenne auf dem Arm. Er hatte aber auch jetzt was ganz anderes im Sinn. Die Russen sind schon in Potsdam. Bei dem Satz dachte ich, hoffentlich hört's Knösel. Glaubke wollte nach Cottbus, Vater sollte mit. Aber der wollte sich lieber bis zum Schluss hier im Keller verstecken. Ich sagte, ohne zu überlegen, Mensch, dreimal kommt täglich hier Wehrmachtspolizei in den Keller runter. Und mit denen hatte mein Vater nüschte im Sinn. Schon wollte er auch nach Cottbus. Also musste ich nach oben Zivilsachen holen und ja, die Schnauze halten, dass Ortsgruppenleiter Glaubke und Blockwart Prinz nicht mehr am Endsieg mitwirkten. Meine Mutter wollte es gar nicht glauben. Packte ganz schnell 2 Koffer und runter. Das Wiedersehen war richtig rührend. Almut wollte mit nach Cottbus, allerdings musste sie sich wieder umziehen. Denn diesmal hatte sie falsch spekuliert. Als deutsches Jungmädel durch die kämpfenden Linien war nicht. Der Ortsgruppenleiter und mein Blockwartvater in Zivil kamen mir ganz schön deplatziert vor. Meine Mutter hatte das übliche Kriegsfrauengesicht. Tiefe Kerben um die Nase und schön grau, weil der Mann immer weg muss. Ins Feld, ins Feld. Endlich gingen sie alle. Außer großen Fehlern machten die auch noch kleine Fehler. Mein Gott. Ich atmete auf, als sie weg waren. Ich hörte noch meine Mutter in der Haustür rufen. Kommt ja bald wieder. Knösel aber konnte sich gar nicht beruhigen, dass ich meinen eigenen Vater wegschickte, damit er noch den Rest hier überstand. Na lass mal, Marke, es dauert nicht mehr lange und ich mache alles gut an dir. Jetzt, wo du Hoffnung hast, wirst du pathetisch, was? Hast ja recht. So wie du jetzt redest, merke ich doch, dass ich wenigstens so etwas gut war in dem Keller hier. Hände hoch! Guck dir das an! Die Schweine wollen den Krieg hier in diesem Rattenloch beenden. Los an die Wand! Da ist der Krieg zu Ende! Und jetzt bekamen wir die Strafe, die Glaubke und meinem Vater zugedacht war. Da! Die Russen! So hatte ich Knösel sich noch nie freuen sehen. Ich freute mich auch. Eben hatte er mir ja das Leben gerettet. Nach 7 Jahren konnte Knösel als freier Mann aus dem Keller gehen, in den er 1938 mal runterkam, um sich nur für wenige Minuten vor meinem Vater und Glaubke zu verstecken. Tja, ab nun war unser Haus wieder Musterhaus. Aber diesmal in den Augen der Russen. Sie ließen uns in Ruhe. Das hatte Knösel gut gemacht. Obwohl ich ihn gebeten hatte, kein Aufhebens von der ganzen Geschichte zu machen. Ich meine, ich war ja in dem Sinne kein Widerstandskämpfer, sondern ich wollte ja immer Musiker werden. Echte, richtige Töne hatte ich aber von meinem Kellerkommunisten gelernt. Und dann war es 1947. Nenne war schon 4 Jahre alt und ich war seit einem Jahr aktiver Musiker in amerikanischen Soldatenclubs. Unsere Stadt bestand ja inzwischen aus 4 Teilen. Da, wo die Russen waren, war Knösel ein hohes Tier geworden.
Da, wo ich nur war, gab's eine Menge zu handeln. Das war meine Gage. Und da, wo jetzt mein Vater stand, stand er schon mal, bevor er nach Cottbus gegangen war. Tag, da bin ich wieder. Schön. Ich meine, war schön in Cottbus? Frag mich nachher aus. War schon bei Muttern oben. Ist aber nicht zu rauchen da. Sie sagt... Wenn ich ehrlich sein soll, ich war ja wirklich froh, dass er wieder da war. Ich konnte ihn ja immer gut leiden. Nun muss ich sagen, so hatte ich selten einen Menschen schimpfen hören wie meinen Ollen, als er über Cottbus erzählte. Er schimpfte auf die Russen, noch schlimmer auf die Deutschen, die sich den Brüdern aus dem Osten, wie er sagte, willig zur Verfügung stellten. Und das Dollste war, am schlimmsten schimpfte er auf Glaubke. So ganz nebenbei erwähnte er, dass der meine Schwester in Cottbus geheiratet hätte. Dieser Glaubke, sagte mein Vater, und dabei sah ich, dass die kalte Wut scheinbar bei uns in der Familie lag. Dieser Glaubke wollte mich doch tatsächlich drüben in der Ostzone entnazifizieren. Wie der Glaubke das gemacht hatte, wusste er selber nicht. Auf jeden Fall gehörte Glaubke zu einer von den Russen eingesetzten Entnazifizierungskommission. Das hat nicht mehr ausgehalten. Da bin ich abgehauen, wie mich ausgerechnet Glaubke bestrafen wollte. Habt ihr denn hier eine Standard zu trinken? Siehste, das ist doch was. Wie kann man denn mit den Amis? Was meinst du, Musik machen, Jatzen? Ach Quatsch, ich meine, ob man mit ihnen reden kann. Ja, Englisch. Sag mal, willst du deinen neuen Vater auf die Schippe nehmen? Hat den ganzen Krieg hier im Keller überstanden. Los, immer auf der Pauke gehauen, nicht? Und will jetzt alte Kämpfer durch den Kakao ziehen. Der tat ich gern. Und dennoch der eigene Sohn. Der Junge ist jetzt 20. Er ist tüchtig, kannst dich darauf verlassen. Muss er ja auch. Wir haben schließlich alle den Krieg verloren. Ja, aber du gehörst zu den besseren Verlierern. Halt die Schnauze, du! Sag mal, hast du das gehört? Und du sagst, der ist tüchtig? Frech ist er geworden. Eine große Schnauze hat er. Das hat er von den Amis gelernt. Auf meine kleine Bemerkung hin musste ich unauffällig verschwinden. Der Alte war empfindlich. Am nächsten Tage kam er schon wieder zu mir runter. Und dann kam allerdings ein dolles Ding. Sie hatten ihn auf dem Bezirksamt bei uns als Blockwart in Abwesenheit entnazifiziert. 4 Jahre Gefängnis sollte er kriegen, verbunden mit Aufräumungs-, Instandsetzungs- und Aufbauarbeiten. Wie man aus diesen Strafarbeiten das Wort entnazifizieren zusammenbekam, das gab's wohl nicht nur im Deutschen nicht. Das Wort, was man Olla jedenfalls am meisten schrie, hieß: Wofür? 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 Also schön zugegeben. Ich war ein PG. Und denn entweder alle oder keiner, sagte er. Und dann guckte er mich an und sagte, schließlich hätten wir doch alle mitgemacht. Ich guckte mir meinen Ollen mal richtig an. Jetzt wusste ich genau, warum ich meinen Vater immer gut leiden konnte. Ich kannte ihn nicht. Dann stell dir vor, die Strafe ist sofort anzutreten. Ich ahnte, dass der mit 4 Jahren Gefängnis nie zu entnazifizieren war. Dass es sowas überhaupt nicht geben konnte. Für mich gab es nur eine Konsequenz. Ich wollte ihm helfen. Ich behielt ab sofort meinen Vater in meinem Keller und versteckte ihn vor der offiziellen Strafe. Für die nächsten 4 Jahre bezog er das Loch hinter Mauervorsprung, wo vor ihm, wer vor ihm drin war, sagte ihm gar nicht. Und dabei hatte ich für mich persönlich eigentlich schon ganz andere Pläne. Ich wollte doch längst einen Jatzkeller aufmachen. 4 Jahre waren schon wieder vergangen. In diesen 4 Jahren hatte ich das alles alleine machen müssen. Nur Nenne, die inzwischen 8 Jahre alt war, die ging mir flott zur Hand. Aber wenn die da war, lag mein Oller im Loch und qualmte. Ob das nur von innen kam oder wirklich von der Zigarette, obwohl ich ihm doch klar gemacht hatte, sie würde nichts im Hause erzählen. Ich wusste es doch, ich hatte doch als Kind auch nichts weiter erzählt. Der Alte lag ja nicht nur im Loch, der war auch innerlich völlig verschlossen geworden. Ich war inzwischen 24 Jahre und mit meiner so fein ausgedachten Existenz stark im Verzuge. Nur mein Alter hielt mich mit seinem Strafeabsitzen im Ehrenkeller, wie er es bezeichnete, unheimlich auf. Die Musik, zu der ich übte, meine Art Trommel zu spielen, wie er es nannte, alles das hasste er. Ist die Göre weg? Bleib mal nach unten, ich muss noch ein bisschen üben. Ich bin schon 3 Stunden weit unten. Ich trommelte ihn einfach wieder rein in sein Loch. Ich halte es hier nicht mehr aus. Seid
seit Stunden liege ich hier unten. Und auf deinen Vater hörst du überhaupt nicht mehr. Ich hab dir gesagt, du sollst mit dem Trommeln aufhören. Ich halte das nicht mehr aus. Jahrelang immer dasselbe. Immer Trommeln, Trommeln, Trommeln. Also hör auf. Zum Donnerwetter noch mal. Hör jetzt auf. Ich bin dein Vater und du hast zu gehorchen. Ich bin der Herr im Hause. Und gib mir jetzt endlich was zu essen, damit ich gleich ein bisschen... Was der mir in den 4 Jahren, die er hier unten war, alles erzählte. Also Nazi war er nicht mehr. Er war eine neue Mischung. Der gab sich katholischer als der Papst, demokratischer als George Washington. Alles, was er dachte und sagte, ließ sich nur falsch verstehen. Er hatte sich selber entnazifiziert. Es gab ja schon wieder eine Menge Ausreden. Was machst du denn nun? Und dann wollte ich zu meiner Mutter hochgehen und sie bitten, ihren Eulen endlich mal zu sich zu nehmen. Ich konnte und wollte nicht mehr. Ach, da bist du ja, Junge. Ich wollte gerade mal zu dir runterkommen. Knösel? Naja, was ist denn? Freust du dich nicht? Gegen Knösel hatte ich ja nichts, aber gegen die im Osten, weil sie mit unserem Teil der Stadt dauernd krumme Dinger machten. Das ist ja ein Ding. Abgesehen davon, der Besuch kam mir nur in dem Moment wirklich ungelegen. Sag mal, was ist denn los? Mit wem hast du denn da draußen gesprochen? Mich lässt du hier unten allein? Psst, Mensch, vielleicht sei bloß ruhig und geh ins Loch. So, was soll denn das? Mit der Zeit wird mir das hier reichlich komisch. Psst. Das wollte ich bestimmt nicht, dass Knösel auch noch sah, wen ich jetzt versteckte. Macke, was hast du denn? Mach doch auf, Macke. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los, Macke? Gibt's was zwischen uns? Er erzählte mir sofort, heute käme er mich mal besuchen, um mal wieder die alte Gefahr zu schnuppern. Ach Gott, dachte ich, der hat eine Nase. Natürlich wollte ich ihn nicht zum Loch lassen. Hör mal, Knösel, was machst du denn da drüben im Osten? Bin Kulturpolitleiter. Bring die Theater in der Provinz mal ein bisschen auf Schwung. Hm. Ist ja auch was Feines. Was macht denn die Kleine, die hier im Keller geboren wurde? Was soll sie machen? Die wächst. Aber im Kopf hat sie schon ein bisschen was von dem, was du mir mal beigebracht hast. Und was du da drüben im Osten scheinbar gar nicht schaffst. Und er, hier bei uns wären die alten Nazis wieder da oben, wo sie mal waren. Ich dachte an meinen Vater, oben konnte man ja nur gerade nicht sagen. Aber er blieb stur. Naja, nur hatte er ja das Buch gesehen, nicht? Dann wurde mir heiß und kalt. Ich werde dich mal an was erinnern. Komm mal mit. Junge, du hast wohl völlig vergessen, wofür ich hier 7 Jahre lang drin gelegen habe. Mein Vater erkannte den ehemaligen Kommunisten gar nicht, aber Knösel ihn. Dummerweise sagte mein Olla auch noch... Sie wünschen? Ich dachte, egal was kommt, dem Dümmeren erzähle ich zuerst. Vater! Sagte ich. Vater, der Mann, der hier steht, der hat in demselben Loch von 1938 bis 1945 hier drinne gelegen, wo du von 47 bis heute gelegen hast. Was? Ja! Kommunisten wurden doch von euch damals auch umgebracht. Ich hätte in puncto Umbringen nicht euch sagen sollen. Ich hatte ihn getroffen. Nur traf er mich aufs Linke, aufs Rechte und dann in die Mitte, da, wo die Stirn anfängt. In Wirklichkeit war es natürlich noch fester. Also sowas habe ich großgezogen. Hat Kommunisten hier im Keller versteckt bei den Nazis und sagt, ich habe den Krieg verloren. Nee. Nee. Nun aber empfing ich freundlicherweise von der anderen Seite Gleiches. Und zwar mit Gleichem. Auch nur symbolisch, aber es tat trotzdem weh. Politische Hure. Jetzt versteckt die Kellerratte also Nazis. Ich sah braun, ich sah rot, ich rannte und rannte, ich kam nicht von der Stelle. Ich hatte nichts am Kopf, aber ich fand mich viel später da wieder, wo Leute sind, die was am Kopf haben. In der Klapsmühle. Professor Nürn, der Psychiater und Chefarzt der Anstalt, war in den nächsten 3 Jahren der Einzige, den ich zu Gesicht bekam. Es war 1954. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, der Professor hatte eine ähnliche Krankheit wie ich. Heute jedenfalls rang er sich endlich durch, mich allerdings nach dieser Untersuchung, wo man ernsthaft verrückt werden konnte, in seine Privatpatientensammlung einzureihen. Er wollte wohl sehen, wie seine Behandlung bei mir ankäme. Ärzte sind ja schon von Berufs wegen vorsichtig. Es war mal wieder Frühling. Aber wer waren die beiden Männer hier? Irre? Hier lernte ich Arthur und Adalbert kennen. Und einen gewissen Dr. Tano Brehn, ein Lehrling des Professors und von ihm für seine Privatpatienten eingesetzt, für Außendienst und Hausarbeiten. Der Mann sprach kaum ein Wort. Die Hausarbeit, erfuhr ich von Arthur und Adalbert, sollte uns von unseren Komplexen ablenken. Aha, dachte ich, der Professor war unverheiratet und hatte wohl prinzipiell was gegen Frauen, also reine Mache Frauen. Arthur und Adalbert aber waren trotzdem guter Dinge.
In der Freizeit hätte ihm der Professor sein Musikzimmer zur Verfügung gestellt. Arthur wäre Pianist, Adalbert spielte Querpfeife. Beide hatten eigenartige Geschichten, bevor sie hierher kamen. Arthur, der mit der Brille, wohnte mal früher in Frankfurt-Oder und war im Cottbuser Theater. Und Adalbert war Sohn eines Toilettenmannes aus Berlin und hatte nach dem Kriege die Toilette im Münchner Hofbräuhaus verwaltet. Arthur wiederum hatte wohl mit seinem Komplex schon in frühester Jugend begonnen. Sein Vater war Kaufmann in Frankfurt-Oder, also kurz, er war aus einer Familie, wo Kinder Klavier spielen lernten. Der Vater hatte ihm nun schon als Zehnjährigen bis 1939 aus aller Welt Jazzplatten mitgebracht, sodass für ihn damals, als er in der Hitlerjugend kam, King Oliver, Kid Ory und Armstrong und noch so ein paar alte Jazzgrößen, das waren, was für normale Kinder so die Eisenbahn bedeutete. Also für mich gab es nur eins, Macke, Jazzpianist zu werden. Aber das wollten die mir bei der Hitlerjugend austreiben, wegen entartet. Naja, also wie mich das damals gekränkt hat, Macke, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich war richtig böse. Ist ja auch klar, wenn du zum Beispiel einem Jungen die Eisenbahn wegnimmst, dann sagt er ja auch nicht, das war aber mein lieber Onkel. Tja, und dann kam der Krieg und ich langsam in die Strafkompanie. Und als alles vorbei war, landete ich im Theater der Courage in Cottbus. Ich fühlte mich richtig befreit und freute mich, dass was Neues losgehen sollte. Aber was kam? Wie gehabt. Die Russen wollten auch kein Jazz, sie wollten fortschrittliche Massenmusik. Anstelle von Hitler hatten Stalin mit allem Recht, ich musste Schalmei blasen, weil für die Friedenskampf- und Aufbaustücke wurde ja nur Schalmei gebraucht. War ich als Pianist also wieder Nese. Das heißt, für mich allein konnte ich ja spielen, aber für sich allein ist Grimm schon verdächtig. Und ich möchte sagen, auch nicht das Gelbe vom Ei. Deshalb sagte ich eines Tages bei der Orchesterprobe im Theater der Courage in Cottbus, Kollegen, Genossen, alle mal herhören, ja? Der Jazz soll jetzt auch bei uns, also in der fortschrittlichen Hälfte der Welt, spielbar gemacht werden. Ich werde verdienter Jazzer des Volkes. Ich soll das Modern-Marx-Quartett gründen. Und deswegen lasst uns alle, wie wir hier zusammen sitzen, eine Entschließung fassen. Wir brauchen ein Klavier. Hört doch mal zu. Wir brauchen ein Klavier. Na, den Lacher hättest du hören sollen. Das war glatt ein Szenenapplaus. In dem Hause war ganz schön zu tun. Also, ich erfuhr weiter. Arthur sollte dann von Cottbus aus in eine Klapsmühle bei Magdeburg gebracht werden, wie er nur so gar nicht von seinem verdienten Jazzer des Volkes loskommen konnte. Ich dachte, kick an. Andere haben da auch ganz schöne Dinge erlebt. Weißt du, Arthur ist ein richtiger Individualer. Der Professor sagt, sowas kennt man gar nicht in Deutschland. Jedenfalls wenig. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber sieh mal, aus dem Krieg bin ich ja kaum von meiner Toilette runtergekommen. Wieso, hast du was am Magen? Ach, ich war doch Toilettenmann. Das hatte ich vergessen. Richtig, Adalbert war ja mal Chef auf der Münchner Hofbräuhaus-Toilette. Auf dem Wege in die Heilanstalt Neuruppin habe ich mir die ganze Sache nochmal überlegt und dachte, vielleicht hast du wirklich was an Kopf. Das war schon mal ein gesunder Gedanke. Und dann machte ich den Republikflüchtigen. Oh, ich hab mir beinahe geschnitten. Bist du verrückt? Na, ein Glück ist nicht. Ich hätte es uns abgelehnt, dich jemals wieder Kartoffel schälen zu lassen. Feinnervige Pianistenhände darf auch ein Psychiater nicht leichtsinnig gefährden. Wie hatte der Professor gesagt? Wir drei waren normale Verrückte und die müssten immer einen verrückten Normalen als Aufsicht haben. Sie sind doch nur für Rückfälle da und nicht für Unfälle, wa? Dürfen wir nun wieder Musik machen, Dr. Tarnobrain? Irgendwie war mir der Mann unheimlich. Oder wollen wir besser sagen, er erzeugte in mir eine gewisse Spannung. Wir hatten die Arbeit des Tages hinter uns. Und die beiden freuten sich, in mir ein Drama gefunden zu haben. Ich erzählte ihnen, dass ich einen Jazzkeller aufmachen will, wenn wir entlassen werden. Na, da war was los. Auf keinen Fall ohne uns, sagten die beiden. Und so stand's fest, dass wir drei zusammenbleiben wollten. Im Keller klingt's noch viel besser. Jetzt geht er petzen zum Professor, weil wir zusammenbleiben wollen. Soll er doch. Sag mal, Arthur, wie bist du denn eigentlich hierher gekommen? Naja, die haben mich doch wegen meines Jazzkomplexes politisch-medizinisch untersucht und sich geeinigt, dass ich verrückt bin. Mhm. Naja, in der Klapsmühle von denen wäre ich das ja nun wirklich geworden. Die sind doch selber gestört, weil die doch nie wissen, wo der Kommunist bei ihnen anfängt und der Nazi aufhört. Ach, da warst du gar nicht in der Ostklappermühle da drüben? Nee. Der ist ja gleich abgehauen, nicht Atze? So war's doch. Ja, und wie? Und wie ich nur im Westen ankam und einen alten Ortsgruppenleiter aus Frankfurt an der Oder traf, als Auffangbeamten. Und wie ich sah, wie der die ganzen Flüchtlinge aus Leipzig, Dresden, Mecklenburg, Stettin und so weiter auffing, da sagte ich mir, wenn die ja drüben nun auch schon wieder was zu sagen haben. Also mein Komplex brach nochmal richtig aus. Oh, was soll ich dir viel erzählen? Die haben mich hier eingeliefert. Der Professor meint, er sitzt ganz tief bei ihm. Und so. Und wenn er wieder richtig jatzen könnte und nicht drum kämpfen brauchte, dann wär's in Ordnung. Und wie ist es bei dir, Adalbert? Och, nicht weiter. Eine reine Zufallsgeschichte. Nicht irres, rein menschlich. Der Adalbert soll ja eine Menge Rückfälle gehabt haben. Das ist ja die Höhe. Der hat sich nämlich eine ganze Weile eingebildet, der ist der Hitler, also der Adolf. Also schämst du dich denn gar nicht, Arthur? Die Leute haben mir das eingeredet, aber glaube mir, ich bin nicht der Hitler.
Na, dann ist ja gut, nicht? Wollen wir mal wieder einen Jatzen. Aber. Ich schlag mal vor, ja? Mhm. Was sich nun der Professor und Dr. Tanobrin ausgedacht hatten, war gar nicht schlecht. Wir sollten uns eine Stunde an dem Ort aufhalten, wo jeder seinen Komplex bekommen hatte, quasi als Rückfallversicherung. Sollten wir eine Stunde auf der Münchner Hofbräuhaustoilette, eine Stunde nach Cottbus, eine Stunde in meinem Keller verbringen. Und wenn wir das ohne Rückfall überstehen würden, sagte der Professor, könnten wir alle drei machen, was wir wollten. Mann, waren wir glücklich! Wir zogen ab! Vorsichtshalber hatte uns der Professor auf unseren zukünftigen Wegen Dr. Tanobrin mitgegeben. Er meinte, mit dem Doktor würde es nie Schwierigkeiten geben, er würde immer im rechten Moment zur Hand sein und Schlimmeres verhüten. Wir also erstmal nach München, wo Adalbert seinen Komplex bekommen hatte, als er Ritterkreuze und andere Hitlerwertsachen von Deutschen kaufte und auf der Toilette weiter verscharbelte. Irgendwie wollten wir ja Adalbert nicht alleine lassen, die Stunde. Er sagte, wir sollten uns auf ein Örtchen setzen und mit dem Toilettenmann eine Pauschale aushandeln für die 60 Minuten. Der Toilettenmann war aber im Moment nicht da. Adalbert erklärte uns, warum so eine Herrentoilette locker macht. Die Männer würden denken, was nun mal sein muss, muss sein und schon sind sie ungezwungen. Und dann würden sie alles hier unten reden, was sie sich oben nicht trauen. Echt Notdurf. Und damals bei ihm hätten sie auch immer so gequatscht. Weißt du, als Toilettenmann sieht man ja öfter einen Spiegel als nötig. Nicht, dass ich eitel wäre. Aber ich dachte, das Bärtchen hier so und die Haare in die Stirn gekämmt, das kleidet mich. Da kamen die runter und sagten, Mann, du siehst ja aus wie Hitler. Was machst du denn hier unten im Keller? Unser Führer als letzter Mann? Da komm mal rauf, wir brauchen dich bald wieder. Also, weißt du, Macke, ich hatte ja eine Stolle sehen, den Hitler. Aber der war doch tot. Und ich wollte doch nicht dauernd wie ein Toter aussehen. Also ich das Bärtchen abrasiert und Haare aus der Stirn gekämmt. Sah natürlich nachher nicht aus, wie ein Schluck Wasser. Abgesehen davon, aber ohne Bärtchen oder ohne Haare verkauften dir die Leute auch ja nicht mehr ihre Orden, ihre Ehrenzeichen und so. Warum hast du abrasiert? Warum hast du Haare aus der Stirn gekämmt, sagten sie. Mein Geschäft ging unheimlich zurück. Abgesehen davon, dass das Bier besser wurde und die viele Lauferei hier unten aufhörte. Aber vor lauter Wut auf mich wuschen sich die Männer gar nicht mehr die Hände hinterher. Reinste Boykott war das. Kein Groschen mehr auf dem Teller. Na, ihr weiß es. Ist gut. Also ob ich wollte oder nicht, ich ließ mal wieder das Bärtchen stehen und kämmte mir die Haare in die Stirn. Ja, und dann war es wieder soweit. Also Mann, diese Ähnlichkeit. Na Adolf, bald ist es wieder soweit. Weil er so eine Männertoilette ungezogen macht. Und da kamen welche und sagten, Hitler, du musst raus. Hitler, du musst uns befreien. Du musst uns vom Bolschewismus retten. Hitler, rette uns. Wir haben ja oben sowieso nur Pfeifen. Na Macke, wenn du das den ganzen Tag überhörst und dazu das Klimpern auf dem Geldteller, tja, dann willst du eines Tages retten, was zu retten ist. Plötzlich dachte ich bin wirklich der Tote. Also der Hitler. Hat keinen mehr pinkeln lassen, der hier runterkam und nicht mit einem deutschen Gruß grüßte. Ja, war damals ein arger Zauber mit mir. Aber nun ist es ja wieder gut. Ja. Sagen Sie mal, sind Sie der, der hier schon mal verrückt geworden ist? Der Teppichbeißer, der Wahnsinnige? Guten Tag, Kollege, ich bin wieder gesund. Ja, was ist das? Ja, grüß dich Gott, du Quetzacker, du unheimlichen Drock. Du wunderbarer Fingers, der kann 10 Dinger trinken und muss immer noch nicht. Ich bin nur zur Gesellschaft mitgekommen. Adalbert, ich glaube, wir verschwinden jetzt mal einen Moment, ja? Donnerwetter, die erste Toilette in der Kneipe mit 2 Toilettenmännern. Passen Sie mal auf, Dr. Bayer noch und wir haben Vollbeschäftigung. Möchte mal ein bisschen Schuhe putzen, braun auf Hochglanz. Geh, okay. Hilf mal. Wissen Sie was, Peitze? Wir alle achten viel zu wenig auf das, was sich da im Osten tut. Kann ich mal eine Nadel rein hier haben? Ich meine mal ehrlich. Entweder wollen wir eines Tages alle neidvoll über die Elbe blicken und fragen, warum haben wir nicht gleich mitgemacht, Ostblock, oder aber wir müssen darauf hinarbeiten, heute noch mit allen totalen Mitteln der Vernichtung... Sie sollten sich mal eine neue Handbürste kaufen. Was wollte ich doch sagen? Ja, ja, ich habe Sie schon verstanden. Also wissen Sie, der Dr. Böhm hat eine These entwickelt. Also ich will mal so sagen, das ist ungeheuerlich, stimmt's? Ja. Können Sie mir vielleicht sagen, wie spät es ist? 21:30 Uhr. 30 Minuten noch. Ich will Ihnen sagen, ich bin doch nur wirklich ein Mann, der über jeden Verdacht erhaben ist. Sie wissen selber, die Gräuel der Vergangenheit sind mir persönlich grässlich und ich distanziere mich davon, so oft ich nur kann. Aber, und das ist das Primäre, sagen Sie mal, ist hier etwa Pomade im Kamm? Nein, der Mann weiß doch überhaupt nicht, was Pomade ist. Kann sein. Doch, der weiß, der ist ja kein Dummer. Der Herr da hat sich gekämmt und der hat Pomade im Haar, sodass der kann. Na, ist ja nicht so schlimm. Früher hatten wir nicht mal Fett auf der Stulle. Was mischen Sie sich denn in unser Gespräch? Die Subalternen werden immer frecher.
Ich meine es einwandfrei als Politikum. Vor allen Dingen nie wieder diesen Nationalsozialismus in der übertriebenen Form. Na, hätten Sie Hitler machen lassen wie Franco, sehen Sie mal, was ist aus dem Mann geworden? Zu viel Köppe haben wir da oben, zu viel Köppe. Sozialismus an der verkehrten Stelle, das wäre doch genauso absurd wie, ja, wie Orden unterm Rockaufschlag tragen. Was brauchen wir Orden? Wir brauchen ganz was anderes. Na, sprechen Sie es doch aus. Vergessen Sie nicht unsere junge Demokratie. Nein, das darf man nicht, aber mal ehrlich. Angeboren ist uns nicht, was? Aber ganz ohne Flachs, die können alle bleiben da oben, wie sie sind. Nur einen Mann müssen wir haben, einen Mann. Und? Wen? Wir brauchen einen Mann wie Adolf Hitler. Und sei es auch nur mit einer Pseudo-Idee. Wir müssen doch dem Osten etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen haben. Ich meine, das muss ja nicht sein. Judenhass, Rassenfrage. Das müssen wir erstmal weglassen. Das sind wir der Welt schuldig. So ist es, Männer der Wirtschaft. Was wir für Deutschland brauchen, müssen wir haben. Was mischt er sich schon wieder in unser Gespräch? Hier steht euer Mann, Männer. Gesund an Leib und Seele. Opferungsbereit, sogar für eine Demokratie. Vorsicht, der ist schon mal hier unten verrückt geworden. Ich werde meine Stimme über Maas und Memel hallen lassen. Ich werde Königsberg, ich werde Breslau, ich werde Warschau und alles, was deutsch ist und deutsch war, zurückholen und der Heimat einverleiben. Und morgen die ganze Welt. Vorsicht, das ist ein entsprungener. Aber wird nicht doch. Tu mir den Gefallen. Ich sage euch, ein neuer Wurfabzug. Unser erster Ausflug in das neue Leben damals, 1954, hatte uns gelehrt, wir müssen uns gemeinsam bewähren. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, ob wir glauben, dass wir schon weiter wären und es nicht mehr nötig hätten, wir müssen immer wieder von vorne anfangen. So kam der Professor wieder zu einem sauberen Haus, Dr. Tarnobrin zu einem intensiven Studium, welches die Verbesserung unserer Armmuskulatur zur Grundlage hatte. Und wir? Wir kamen zu ein paar Jahren innerer Heilanstalt und nicht zum Geldverdienen. Vielleicht kamen wir zu innerem Fortschritt, der sich aber keineswegs in äußerem Wohlstand darbot. Dr. Tarnobrin sprach nie mit uns, abgesehen von der Beklemmung, die wir dabei empfanden. So hatten wir alle drei doch immer das Gefühl, wir waren für den Mann unheilbar. Und ich hatte eine Sehnsucht nach meinem Keller. Nun waren wir wegen Adalberts Rückfall schon wieder ein paar Jahre bei dem Professor. Und endlich, eines Tages hatte er sich entschlossen. Wir wurden zum zweiten Mal auf Probe entlassen. Also jetzt nach Cottbus. Dr. Tarnobrin sollte diesmal nicht zum Eingreifen kommen, nahmen wir uns vor. Arthur meinte, der bräuchte gar nicht mitzukommen. Geistesgestörte aus dem Westen schicken die bestimmt von selber zurück. Aber er kam mit, der Dr. Tarnobrin. Wir überlegten, wie wir da rüber kämen in Osten. Arthur meinte, am besten wir gingen so nach Cottbus, wie er gekommen wäre. Allerdings überlegten wir uns noch, geht denn das so einfach? Sollten wir nicht lieber drüber steigen? Aber dann sahen wir ein, nee, das Ganze war uns zu hoch. Es war ja offen, das Tor. Man brauchte nur durchzugehen. Also ihr seid Musiker? Ja. Wollt ihr ein Gastspiel hier machen? Nein, wir wollen nach Cottbus, zum Theater der Courage. Ich war da schon mal engagiert. Ach du großer Vater, Rückwanderer. Ja. Na, da melden Sie sich am besten zuerst bei uns im Demokratischen Rundfunk. Und hier, meine lieben Hörer in der Deutschen Demokratischen Republik, haben wir mal wieder den klassischen Zusammenbruch des monopolkapitalistischen Systems. Da ging ein Musiker, republikflüchtig, nach dem Westen. Nunmehr geheilt, im Geiste gesundet, wieder normal, wie ein Mensch denkend, kehrt er zurück und bringt noch zwei seiner Musikerkollegen aus dem Westen mit. Adalbert. Was lernen wir daraus? Meine Hörer in der Deutschen Demokratischen Republik, wer unser neues Deutschland, unsere junge Volksrepublik verlässt, der kann nur, der muss verrückt sein. Kollegen Musiker, wir wünschen euch allen Glück auf an unserem schönen Theater der Courage in Cottbus. So. Na Lukas, da bin ich wieder. Hast du eine Ahnung, was mit uns dreien hier passieren wird? Ich wär verrückt. Arthur, na, das ist aber ein Ding. Da ist alles wieder klar da oben? Ist ja nie was gewesen, nicht? Na, dann ist ja gut. Ihr seid also die drei Musiker, nehme ich an, die bei unserem neuen Regisseur für unsere große Arbeiter- und Bauernrevue Probe spielen sollen. Ah, hier sind die Noten. Eine Stunde Probe mit Ensemble für Schlagzeug, Pfeife, Schalmei. Wer die Partei nicht liebt, will den Krieg. Viele lieben die Partei. Aber wir Friedenskämpfer sind immer bereit, die kriegslüsternden Feinde der Menschheit zu zerschmettern. Der Kolchos ruft! Halt! So geht das nicht.
Wo sind denn die neuen Musiker, die hier Probe spielen sollen? Hören Sie mal, ihr Nosse Glaubke, die Musiker sind noch nicht da. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben 3 Musiker zum Probespielen heute herbestellt. Unpünktlich am ersten Tag, das habe ich gern. Die Genossen Schauspieler gehen bitte in die Garderobe und warten auf Abruf. Ich unterbreche die Probe, mir passt das nicht. Hier ist es, Macke Adalbert. Ich hatte mal verlaufen, ihr müsst den Gang links nehmen. Sagen Sie mal, Genosse, gehören Sie vielleicht zu den Musikern, die heute hier probieren sollen? Finden Sie nicht, dass das höchste Zeit wird, wenn Sie hier neu sind, pünktlich zu sein? Aber Meisterchen, wer wird sich denn gleich so aufregen? Wie heißen Sie? Was ist denn das für ein Ton? Das ist ja ein Ton, wie bei der Reiter ist, Ahnung ohne Pferde. Was haben Sie da eben gesagt? Ich werde Sie sofort des Hauses verweisen, dem Genossen Kulturpolitleiter zur Bestrafung wegen Sabotage der Theaterarbeit im VEB Courage Cottbus melden. Aha, da sind ja die anderen. Vorsichtig, Mackel, das ist ein 150-prozentiger. Tag, Schwager. Ja, was ist denn das? Macke? Tag, Parteigenosse Glaubke. Wie kommst du denn zum Theater? Und da hatte ich den entscheidenden Fehler gemacht, obwohl Parteigenosse von mir eigentlich eine Untertreibung war in Bezug auf Glaubke. Aber ich fiel von einem Staunen ins andere. Knösel, wie kommst du denn hierher? Mensch, Macke, mein kleiner Kellerprinz. Immer beiseite, Genosse Regisseur. Knösel mit Ortsgruppenleiter Glaubke? Nicht doch solche Vornamen, Macke. Was machst du denn hier? Die Parteileitung hat mich beauftragt, die Theater in der DDR mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Anzuregen zur Mitarbeit am geistigen Aufbau des Sozialismus. Macke, unser letztes Zusammentreffen vor 6 Jahren in deinem Keller mit deinem Vater tut mir sehr leid. Vergessen wir doch. Ja, nee, ich weiß es ja noch. Du hast mir ein Ding an den Kopf gehauen, weil ich einen Nazi dort versteckt hatte, also mein Vater, wo ich dich mal versteckt hatte. Und heute versteckst du Ortsgruppenleiter Glaubke, der dich mal aus dem 4. Stock für 7 Jahre lang in ein Loch gejagt hat? Das war dein Vater. Knösel, Ortsgruppenleiter Glaubke, dein Klassenfeind. Heute hier, bei dir. Schämst du dich gar nicht? Ach, Quatsch. Erstens ist der Bruder von Glaubke Sekretär in der Parteileitung von Cottbus. Und als solcher ganz ehrlicher alter Kommunist. Zweitens ist dein Vater ganz was anderes. Der ist im Westen. Und dadurch eben gefährlich, weil er an einem neuen Krieg mitarbeitet. Gegen uns hetzt.